Hallo zusammen. Wir wollen heute gemeinsam weitermachen mit einem neuen Athletikprogramm. Wir haben ja begonnen, das Ganze in einem neuen Format für euch ein Stück weit aufzubereiten. Und der Michi hat ja mit euch bereits das erste kurze, knackige Schnelligkeitsprogramm für zu Hause gemacht. Wir wollen im gleichen Muster auch für euch ein paar Kräftigungsprogramme für zu Hause liefern. Das heißt, wir wollen das Ganze ein bisschen komprimierter machen, wollen mit euch nicht unbedingt die ganze Stunde am Bildschirm sein, sondern wollen euch ein Programm geben, das ihr euch schnell anschauen könnt und dann fleißig zu Hause üben könnt. Das heißt, es ist relativ kurz und knackig. Der Aufbau sieht wie folgt aus. Wir werden 6 Übungen gemeinsam machen, die so den ganzen Körper abdecken sollen, vom Oberkörper über den Rumpf, über die Beinmuskulatur vorne und hinten. Schauen, dass wir da alles mit drin haben. Sind dann nur 6 Übungen, die wir gemeinsam machen. Wir werden heute das Ganze mit dem Hocker machen. Das heißt, wir brauchen heute einen Hocker. Wer keinen Hocker zu Hause hat, kann da gerne auch einen Stuhl beispielsweise nehmen, einen flachen. Auch ein Sofa-Hocker, eine Ottomane ist möglich. Auch die kann man dazu benutzen. Muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein. Wer so einen Hocker zu Hause hat, umso besser. Das heißt, alle 6 Übungen finden gleich hier im Hocker statt. Ich erkläre ganz kurz, wie dann das Belastungsmuster sein soll. Wir werden dann jede der Übungen, die ich euch gleich zeigen werde, werden wir zwischen 45 und 60 Sekunden solltet ihr die machen am Stück, also fließend durchgehend. Dann kommt eine Pause, die werden wir dann entsprechend anpassen und die müsst ihr entsprechend anpassen, je nachdem wie fit ihr seid, was ihr euch schon zutraut. Die kann dann entweder genauso lang sein wie die Belastung oder auch einen Tick kürzer. Heißt, wenn wir jetzt eine Minute zusammen machen, kann die auch eine Minute lang sein, die Pause, oder ihr macht die Pause 45 Sekunden lang. Dann kommt die nächste Aufgabe. Wenn wir diese 6 Übungen gemeinsam gemacht haben, haben wir dann so eine sogenannte Serienpause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Insgesamt sollt ihr davon dann 3 große Durchgänge machen. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Wir gehen es einfach mal gemeinsam durch und starten mal direkt rein. Starten mit einer Übung für den Oberkörper. Übung 1 sind die klassischen Liegestütze eigentlich, die wir aber jetzt heute mal mit einem Gerät machen wollen, nämlich mit dem Hocker. Und zwar biete ich euch dabei 2 Varianten an. Variante 1 wäre die Hände auf dem Hocker und wenn die Zeit dann für euch startet, dann gehen wir sauber mit der Brust nach unten, drücken uns wieder nach oben. Auf was muss ich hier achten? Wir gucken, dass die Hände hier unter den Schultern sind, dass wir nicht zu weit weg sind, sonst geht das Ganze sehr auf die Schultergelenke. So kommen wir sauber runter und wichtig hier nicht durchhängen, also immer schön Spannung auf dem Rumpf haben, auf dem Bauch haben, gehen sauber runter zum Hocker, machen so unsere Liegestütze. Das Ganze könnt ihr dann gerne auch in Runde 2 oder 3 umdrehen, könnt ihr die Füße auf den Hocker draufnehmen und die Hände auf den Boden, dann ist das Gewicht vorne auf dem Oberkörper ein bisschen höher und macht dann hier vorne sauber eure Liegestütze. Gut, dann kommen wir direkt zu Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 geht jetzt in Richtung Rumpf. Wir wollen hier den sogenannten Plank machen, aber in einer dynamischeren Variante. Plank kennt ihr wahrscheinlich als Unterarmstütz oder als Stützübung. Wir wollen das Ganze durch die Erhöhung mit den Füßen hier drauf gleich machen. Im Langarmstütz, das heißt die Hände sind dann wirklich gestreckt. Wir werden dann schauen, dass wir es nicht nur halten. Warum wollen wir es nicht nur halten? Im Fußball haben wir sehr selten die Bewegungen so, dass wir da im statischen Zustand sind, sondern ihr wisst ja alle, da ist man ständig in Bewegung. Das heißt, wir wollen auch unseren Rumpf darauf vorbereiten, dass der permanent ausweichen muss und trotzdem stabil bleibt. Wer jetzt allerdings natürlich schon beim statischen Halten Schwächen hat, Probleme hat, der kann hier natürlich gerne erstmal mit der ganz normalen Haltearbeit beginnen. Wir wollen dann hier in den Langarmstütz gehen, Füße mit den Zehenspitzen auf die Erhöhung. Wir schauen wieder, dass die Arme unter den Schultern sind, wollen das jetzt entweder nur halten oder beginnen hier mit den Füßen nach vorne zu kommen an die Ellbogen. Könnt auch seitlich nach draußen gehen, wie ihr wollt, dürft ihr Verschiedenes ausprobieren. Wichtig ist nur, dass wir hier auch wieder nicht mit dem Po durchhängen, sondern Spannung auf den Bauch, dass wir hier auf gar keinen Fall durchhängen. Viel Spaß, 45 Sekunden, 60 Sekunden, je nachdem, was ihr euch zutraut, arbeiten. Gut,
Nächste Aufgabe. Wir sind bei der dritten Übung, bei unserer dritten Variante. Wollen jetzt was für den Rücken machen. Da haben wir jetzt mal was, was eigentlich eine relativ klassische Übung ist und wollen den Hocker mal ein bisschen kreativ nutzen. Das heißt, wir werden uns jetzt in Bauchlage auf diesem Hocker legen. Dadurch, dass die Fläche hier relativ klein ist, geht es da auch schon sehr viel darum, überhaupt mal das Gleichgewicht zu halten. Heißt, da wäre dann die einfache Variante, einfach nur das Gleichgewicht auch gehalten zu bekommen unter Spannung. Wir wollen dann aber eigentlich in den sogenannten Rückenschwimmer ein Stück weit reinkommen. Das heißt, dass wir Arme und Füße gegengleich bewegen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar legen wir uns hier mit dem Körperschwerpunkt mittig auf den Hocker, nehmen Arme und Füße weg vom Boden, alles auf Spannung, das heißt die Zehenspitzen hier hinten anziehen, können das jetzt einfach nur halten. Den Kopf können wir nach unten nehmen, damit nicht so viel Stress auf der Nackenmuskulatur ist. Jetzt können wir das entweder nur halten in der Zeit oder wir fangen an, gegengleich rechter Arm, linkes Bein zu heben und umgekehrt. So sollte dann Spannung auf dem Gesäß sein, auf dem hinteren Oberschenkel und ihr solltet es natürlich dann auch am Rücken merken. Das war Übung Nummer 3. Gut, nächste Aufgabe, Übung Nummer 4. Wir wollen den Rumpf zum einen seitlich mit dazu nehmen. Was jetzt viele kennen, sind sämtliche Variationen, die auch wieder im Seitarmstütz stattfinden. Wir wollen heute mal eine Variante machen, die, glaube ich, noch nicht ganz so geläufig ist. Und zwar gehen wir zwar schon in den Seitarmstütz, allerdings nicht mit beiden Füßen auf dem Hocker, sondern nur mit dem seitlich oberen Fuß auf dem Hocker. Den anderen nehmen wir davor. Das heißt, nur die Innenseite von meinem Fuß ist hier auf dem Hocker drauf. Ein Stück weg hier. Und der andere Fuß bleibt dann trotzdem in der Luft. Und dann stützen wir uns hier nach oben und schauen, dass wir hier seitlich eine saubere Linie haben. Das heißt, wir haben gleichzeitig hier richtig Haltearbeit, müssen mit der Hüfte nach oben. Und jetzt kommt das Entscheidende, wir haben hier unten auf den Adduktoren richtig was zu tun. Das heißt, wir können hier eine Muskulatur zu Hause trainieren, die wir ansonsten nur mit vielen sehr komplizierten Gerätschaften im Fitnessstudio wahrscheinlich irgendwie bekommen können und die gleichzeitig auch für den Fußballer extrem wichtig ist, gerade was dann die Verletzungsprophylaxe angeht. Das heißt, eine ganz wichtige Übung. Ihr könnt das dann erstmal auch wieder als Haltearbeit nehmen, denn hier ist sowieso genug zu tun erstmal. Für die Fortgeschrittenen kann man dann natürlich auch das Gesäß senken und wieder nach oben drücken. Hier ist dann zu beachten, dadurch, dass es ja eine einseitige Übung ist, nicht der ganze Körper direkt mit dabei ist, dass wir innerhalb von der Minute oder den 45 Sekunden, die wir jetzt gerade machen, auch die Seite wechseln müssen. Das heißt, nach 30 Sekunden könnt ihr aus dieser Position dann einfach rüber wechseln auf den anderen Fuß nach oben und dann zu Ende halten, sodass wir wirklich beide Seiten innerhalb dieser Minute mit abgedeckt haben. Gut, viel Spaß, los geht's. Gut, vier Übungen haben wir schon. Was haben wir bisher abgedeckt? Wir hatten die Liegestütze schon ein Stück weit für den vorderen Oberkörper dabei. Wir hatten die in Bauchlage eine Rückenübung, die eigentlich für die komplette Rückseite schon mal war. Und wir hatten jetzt zwei Übungen für den Rumpf. Einmal eher gerade, einmal eher seitlich. In den seitlichen Rumpf hatten wir dann sogar noch die Adduktoren mit reingepackt. Was fehlt uns also noch? Uns fehlen vor allem die Beine, die wir jetzt nicht viel dabei hatten, nämlich einmal die Vorderseite und die Rückseite. Übung 5 nehmen wir jetzt gleich mal die Vorderseite. Hier brauchen wir jetzt wirklich einen Hocker bzw. einen Gegenstand, einen Stuhl oder ähnliches, wo ich nach vorne und nach hinten runter kann. Ansonsten könnt ihr nur eine der Varianten machen, die ich euch jetzt zeige. Und zwar gehen wir mit einem Fuß wirklich hier auf den Hocker drauf. Und sobald die Zeit läuft, wollen wir dann mit dem vorderen Fuß nach unten gehen, wirklich nur mit der Ferse den Boden antippen. Heißt, das Bein hier muss gleichzeitig stabilisieren, das Gleichgewicht halten. Und wollen wir nach unten antippen, drücken uns wieder nach oben, gehen nach hinten, so weit wie möglich nach hinten runter tippen an und drücken uns auch wieder hoch. Wenn ihr jetzt nur zur einen Seite eine Öffnung habt, wie am Sofa oder an einer Sitzbank, wo das einfach nicht möglich ist, dann sucht ihr euch gerne eine der beiden Varianten raus, macht dann nur den Weg nach hinten und wieder nach oben oder nur den Weg nach oben. Wer einen Hocker hat, kann das Ganze im Wechsel machen. Hier auch wieder dran denken, wir haben jetzt nur eine Seite unter Belastung, bedeutet auch hier wieder nach der Hälfte eurer Belastungszeit, also ich sag mal nach 30 Sekunden, einfach den Fuß tauschen und direkt in die Variante mit dem zweiten Fuß reingehen, dass wir beide Seiten gleichermaßen belastet haben. Gut, dann sind wir auch schon bei unserer sechsten und damit letzten Übung.
Uns fehlt noch eine ganz wichtige Partie, nämlich die Oberschenkelrückseite. Warum ist die so wichtig? Gerade beim Fußball passiert sehr viel immer auf der Vorderseite. Das heißt, immer wenn wir sprinten, wenn wir schießen, was ja sehr oft vorkommt, oft in Kombination auch, ist in erster Linie mal die Vorderseite belastet. Was dann eben oft vergessen wird, ist, da muss auf der Rückseite entsprechend dann auch Muskulatur sein, die in der Lage ist, das auch abzufedern, die geschmeidig ist, die aber auch kräftig genug ist, um da ein Stück weit dagegen zu halten. Deswegen ganz wichtig, dass wir da auch was tun. Unsere Übung. Wir gehen auf den Hintern, Rücken an den Hocker ran. Sollte dann so sein, dass wenn wir dann gleich die Füße hier drauf tun, dass wir hier ungefähr einen 90-Grad-Winkel dann gleich haben. Zeige ich dann gleich, wie es funktioniert. Und zwar wollen wir erstmal nur einen Fuß auf dem Hocker drauf haben, legen wir uns nach hinten ab, können den Kopf auch eigentlich komplett entspannen. Ich schaue jetzt nur nach oben, damit ich euch weiter was erzählen kann. Und wollen dann mit der Ferse oder wer rutscht, auch gern mit dem Versuch, mit dem ganzen Fuß uns nach oben zu drücken und wieder leicht runter zu lassen. Am besten wäre es, wir lassen hier uns nicht komplett ab, sodass hier Spannung auf der Muskulatur bleibt und drücken uns dann wieder nach oben. Das zweite Bein bleibt komplett entspannt. Die Arbeit übernimmt nur das Bein, das hier gerade arbeiten soll. Auch hier wieder nach Hälfte der Zeit wechseln. Das zweite Bein drückt. Wir lassen runter, drücken uns nach oben. Und damit haben wir dann auch schon die sechste Übung, mit der ihr dann eure Oberschenkelrückseite vernünftig trainieren könnt. Auch hier wieder schauen, 60 Sekunden, teilt euch die auf, dass beide Seiten dann vernünftig drankommen. Damit sind wir jetzt eigentlich auch schon durch mit unseren sechs Übungen. Wenn wir sie nochmal durchgehen, wir hatten die Liegestütze, wir hatten den Rücken hatten wir dabei in Bauchlage, wir hatten dabei den dynamischen Plank mit den Füßen, die wir nach vorne ranziehen. Wir hatten die Oberschenkelvorderseite mit Antippen vorwärts und rückwärts. Und wir hatten, muss ich direkt überlegen, den Seitarmstütz für den Rumpf und auch für die Adduktoren dabei. So habt ihr jetzt eigentlich alles einmal abgedeckt. Jetzt haben wir gesagt, ihr sollt das Ganze eine Runde machen. Die dauert dann ungefähr 12 Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, macht eine Übung 60 Sekunden lang, macht 60 Sekunden Pause, braucht ihr quasi 2 Minuten je Aufgabe. 6 Übungen habt ihr, macht dann 12 Minuten. Wenn ihr diese Runde durch habt, macht ihr 2 bis 3 Minuten Pause. Die Zeit müsst ihr ein bisschen so steuern, wie fit ihr schon seid. Kann gut sein, dass ihr nach 2 Minuten schon wieder die Power habt. Dann direkt ab in den nächsten Durchgang. 3 Minuten sind auch völlig okay. Insgesamt wollten wir 3 Runden davon machen. Das heißt, sind insgesamt 3 mal 12 Minuten mit den jeweils 2 bis 3 Minuten Pause, kommt ihr dann circa auf 40 Minuten wahrscheinlich als Trainingseinheit. Wann sollt ihr das Ganze machen? Wann baue ich so ein Programm ein? Wenn ich das natürlich jetzt alleinstehend mache und wirklich nur eine Athletikeinheit machen möchte, dann ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn ihr das Ganze mit einem kurzen Warm-up vielleicht vorher macht. Die Verletzungsgefahr hier ist jetzt relativ gering, weil wir nichts dabei haben, was wir explosiv tun oder ruckartig tun. Das heißt, ihr könnt das Ganze eigentlich zu jeder Zeit, wo ihr euch fit und frisch fühlt, machen. Wenn ihr an dem Tag beispielsweise schon eins unser Techniktrainings macht oder das vorne dranhängen wollt, dann, wie ich gerade gesagt habe, macht gerne das Techniktraining vorher. Dieses Krafttraining am besten hinten dran packen. Man kann sich natürlich auch mal nur 1 oder 2 Runden davon hinten dran legen und hat dann trotzdem einfach schon mal was getan. Ich denke, es ist sinnvoll und deswegen machen wir die Programme für euch, dass wir jetzt diesen Lockdown und gerade die Zeit, wo wir nicht raus dürfen auf die Plätze, dass wir die sinnvoll nutzen. Und das kann man, denke ich, ziemlich gut, indem man sich hier solche Programme, die man gut zu Hause machen kann, wo man nicht viel dazu braucht, einfach Gas gibt. Dann bleibt mir nicht viel mehr übrig, als euch viel Spaß dabei zu wünschen. Schickt uns auch gerne ein bisschen Feedback, ob es für euch schwierig war, ob es leicht war, welche Übungen euch gefallen haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Programm wieder. Macht's gut!